Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Heute die Themen, die wir für euch frisch gepresst haben. Fraport ist happy mit dem Sicherheitskonzept, trotzdem haben 270 Flüge nicht stattgefunden. Trotzdem schädigen vielleicht die Klimakriminellen unsere Umwelt. Das wollte ich heute mal besprechen. Habe ich nämlich mit einem Call-Teilnehmer besprochen. Ich lasse euch da mal einblicken. Und wir haben Lufthansa Cityline, die haben ein Ergebnis. Southwest Airlines geht zurück auf Mainstream, hätte ich fast gesagt, weil die freie Sitzplatzwahl ist für Southwest Airlines Geschichte ab 2025. Delta-Passagiere nehmen auch Rache an der Airline. Schaut gleich selbst. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren und wie immer die Glocke anzumachen, damit ihr keine Folge verpasst. Und wir können auch direkt einsteigen in die neuen Themen des Tages. Und zwar Southwest Airlines, eine Fluggesellschaft, die ja durchaus gemieden wird von einigen Leuten. Auf der anderen Seite wird sie geliebt von anderen Leuten. Und das Hauptproblem, was ich persönlich mit Southwest Airlines habe, ist nicht, dass das Gepäck kostenlos ist. Nicht, dass die Sitzplätze nichts kosten, sondern dass es keine Sitzplatzzuweisung gibt. Hat natürlich auch Probleme. Natürlich hat das Probleme, denn 80% der Kunden, die Southwest fliegen, finden das gar nicht toll. 86% der Kunden, die Southwest fliegen wollen, lehnen sie deshalb ab. Heißt also, vielleicht ist es richtig, dass man die Sitzplatzauswahl quasi nicht mehr so macht wie nach Darwin, sondern dass man hier wirklich den Sitzplatz zuweist. Aber man will jetzt auch Geld nehmen, denn Elliott Investments haben ja die starke Forderung, sie wollen mehr Geld verdienen. Sie investieren halt in eine Fluggesellschaft, um da Geld zu kriegen und sind die Heuschrecken. Und diese Wende, die jetzt quasi kommt, die ist quasi jetzt mit diesem Open Seating beendet. Elliott sagt, das ist nicht genug, da muss mehr kommen, das Gepäckstück, was frei ist, muss gecharged werden. Dann geht es weiter, dass man natürlich jetzt sagen kann, das ist eine grundlegende Neuausrichtung der Fluggesellschaft. Ja, das ist eher Brechen mit einer Tradition, Brechen mit etwas, was man durchaus mal ja initiiert hat. Wir hatten diese Kehrtwende auch gemacht. Ryanair, ja, vor 10 Jahren haben sie ja auch dieses Free Seating weggemacht, weil sie der Meinung waren, dass es die Kunden alienated bzw. davon abhält, mit Ryanair zu fliegen. Da bin ich soweit mit den Freunden von Southwest, mit Ryanair. Aber Geld zu nehmen für die Sitzplätze halte ich wieder sehr, sehr problematisch. Und man hat Elliott ja nochmal diesen Riegel vorgeschoben, indem man da halt mit den Altstimmen und so weiter denen wesentlich mehr Wert zugebilligt hat. Heißt also, dass man diese Poison-Pill, die ich ja auch schon mal an anderer Stelle erklärt habe, jetzt auch davon abhalten möchte, dass Elliott da weiter rumlurrt in der Southwest-Geschichte und versucht, eine schnelle Mark, Euro, Dollar zu machen. Das ist ja eine amerikanische Firma. Die Frage des Tages hier in dem Fall ist halt wirklich, wie findet ihr die freie Sitzplatzwahl? Ist das etwas, wo ihr sagt, geiler Scheiß? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, deshalb fliege ich mit der Fluggesellschaft nicht. Da könnt ihr jetzt einfach mal kommentieren und sagen, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich bin mal gespannt, wie ihr das seht, ob ihr da auf meiner Seite seid oder halt nicht. Aber hey, die richtige Seite wissen wir eh nie, welche das ist. Cityline. Cityline war ja immer kurz davor, vor den Streik zu gehen und die Lufthansa dort, wieder in dieses Streikgeschehen reinzubringen. Aber man hat sich in der Kabine jetzt mit der UFO geeinigt oder die UFO-Kabine mit der Lufthansa geeinigt. Und zwar ist es so, dass die Gehälter der 900 Flugbegleiter bei der Regionaltochter Cityline rückwirkend höhere Gehälter bekommen. Erhalten, das war das Wort. Nun gut, 7,5% und 4,5%. Laufzeit ist für 2024, 2025 quasi rückwirkend für 2024. Wir sind ja immerhin schon im Juli-Ende. Und Cityline hatte sich ja auch am Streik im März beteiligt. Heißt also, Lufthansa hat da schon natürlich hart festgestellt, dass es da ein Problem gibt. Aber die Fragen sind natürlich, was passiert mit der Cityline? Was passiert mit der Lufthansa City Airlines? Wie soll das da weitergehen? Deshalb sollte man da halt wirklich gucken,
dass es ab 2027 gibt es halt für die City Jet keine, nicht Quatsch, City Line, jetzt, man wird mit den ganzen Cities ja komplett Banane, gibt es keine Zukunftsaussichten in irgendeiner Art und Weise, wo man sagt, hey, da wird was. Also ich bin mal gespannt, was hier bei der City passiert und wie sie abgewickelt wird und was da weiter passiert. Ihr könnt ja unten eure Kommentare dazu schreiben. Ich motiviere euch, jedes Thema einmal zu kommentieren. Immer danke, wenn ihr kommentiert. Und vor allem, wenn ihr einen Kommentar schreibt, schreibt immer einen Kommentar zu einem Thema, weil dann kann man besser antworten und dann zum neuen Thema einen neuen Kommentar. Das macht das Ganze dann übersichtlicher und dass, wenn Leute halt kommentieren wollen, dass sie dann halt einfacher kommentieren können, dass das halt nicht so wild ist. Wild ist es auch bei den Freunden von Delta. Bei Delta ist die Operation zusammengebrochen und das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, das war kein Geschenk, das war nicht schön, was da passiert ist, das war nicht deren Schuld, weil es war ja diese CrowdStrike-Geschichte, aber wie sie damit umgegangen sind, die waren natürlich schlecht. Ed Bastian ist zum Beispiel nach Paris einfach geflogen, hat gesagt, nö, kein Bock, ich mache hier Olympia. Und das ist dann natürlich ein Problem. Passagiere, die fliegen sollten von, wohin war es, nach Quito in Ecuador, die sind da sitzen geblieben und konnten nicht weiterfliegen. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich in der Lounge schadlos gehalten. Ihr seht selber auf den Bildern, dass sie dort Sachen essen und trinken und sogar einmal sieht man ja auch, dass dort dieser Wein weggeschüttet wird. Und ja, man muss natürlich dazu sagen, dass der Loungezugang in den USA natürlich etwas anders ist als bei uns. Da kostet er Geld, man muss einen Loungezugang sich kaufen. Dann ist es so, dass man natürlich sieht im täglichen Leben, dass Passagiere Sachen einfach mitnehmen. Ist es stehlen? Weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Ist es Notwehr? Weiß ich auch nicht. Es ist aber auf jeden Fall üblich und ich habe da auch kein Problem mit, wenn die Sachen mitgenommen werden für den eigenen Verzehr. Also das heißt jetzt nicht eine Flasche Wein oder sowas einstecken, aber wenn man einen Apfel mitnimmt oder irgendeine Stulle oder irgendwas, dann sollte man da die Augen quasi kreisen lassen. Aber das, was hier jetzt passiert, ist so, dass man Saat zurückschlägt und irgendwie wollen sie auch Sachen vernichtet haben. Man sieht es in dem Video nicht wirklich, dass da viel Schindluder mit dem Essen getrieben wird, weil ich halte das für problematisch, wenn man Essen einfach wegwirft, wenn man sieht, wie viele Menschen auf dieser Welt kein Essen haben. Ja, tut mir leid, ist halt so. Da habe ich dann ein Problem, ehrlicherweise. Und da muss man dann sagen, das geht nicht. Aber die Frage ist, ist das überhaupt etwas, wo man Rabatt holen kann mit einer Fluggesellschaft? Und wenn man überlegt, ja, ich trinke dann zum Beispiel, wenn ich Loungezugang für $45 bezahlt habe und trinke dann 5 Shampoos, wo der eine $10 kostet und esse dann noch ein paar Schnittchen, dann bin ich bei $50, also habe ich Gewinn gemacht. Kann man so sehen, halte ich persönlich für relativ blöd. Aber ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu haltet und was ihr dazu denkt, wenn man diese, ja, ich sage es jetzt einfach mal, spezielle Art der Herangehensweise hat. 500 Millionen hat es wohl Delta gekostet und ich glaube auch nicht wirklich, ob die das merken, ob da jetzt in der Lounge mal eben für $428 mehr gegessen worden ist oder nicht. Ich weiß es nicht, ich kenne den Kostpreis nicht. Also ich kenne den Preis nicht, was es kostet, einfach die Sachen dahin zu stellen, weil das müssen wir ja einfach mal ausrechnen. Da haben sie halt gemerkt, wir haben eine Kiste Wein mehr verballert. Ja? Ich verstehe, dass das fürs Ego interessant ist. Ich verstehe, dass das für diese persönliche Thematik interessant ist, dass man sagen kann, ja, hey, ho, ho, ich habe da so ein bisschen Rache genommen, aber ihr könnt selber kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Die Bilder habt ihr ja gerade gesehen. Ja, ich kann es ehrlicherweise nicht sagen, was man da sonst noch zu sagen kann. Ich bin da irgendwie fassungslos, also TikTok, ich zähle auf euch. Wir gehen jetzt weiter mit dem Thema Klimablockade und das ist ein Thema, was bei uns halt etwas akuter ist in Deutschland und es soll ja auch irgendwie in Wien heute abgehen, ne Quatsch, am Mittwoch abgehen und heute ist auch abgegangen, ich weiß gar nicht wann, also da gibt es auch bestimmt viel zu berichten und ich wackel hier am Tisch, sorry dafür. Und auf jeden Fall sind 270 Flüge ausgefallen und diese 270 Flüge
sind bei 1400 Flugbewegungen natürlich trotzdem ärgerlich für alle, die betroffen waren und sind. Einige sind ja quasi morgens im 11CT oder wo auch immer in der Lounge aufgeschlagen und sind dann abends erst weggekommen. Weiß ich, dass das ärgerlich ist. Und es ist ja dann auch relativ schnell geklärt worden, dass dort dann alles wieder in Ordnung ist und alles läuft. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, kann man das nicht verhindern? Und da sehen wir, dass wir direkt wieder bei einer Fragestellung sind, die auch das Fraport-Team sich stellt. Und zwar, sie sagen, hey, wir haben richtig mit unserem Sicherheitskonzept gelegen. Das hat da Vollgas gegeben. Und das ist halt relativ lustig in meinen Augen. Weil wenn man sagt, das Sicherheitskonzept hat gegriffen, warum müsst ihr dann die Leute von der Landebahn oder von den Taxiways abschubbern, weil die sich da festgeklebt haben? Und wenn das Sicherheitskonzept gegriffen hat, kann man natürlich sagen, ja, okay, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber die Besitzer sind auf freiem Fuß. Und das ist halt wirklich das Thema. Wenn man hier jetzt schaut, dass der natürlich sagt, dass sie sehr, sehr solide funktioniert hat, und das ist ein Zitat, und das ist natürlich dann relativ schwierig, wenn man halt wirklich sagt, dass man sogar am Ende dort mehr als 250 Annullierungen hat. 270, glaube ich, war die andere Zahl. Und dann kommt noch ein anderes Zitat, was ich auch richtig krass finde im Prinzip bei der Geschichte, ist, durch die gute Koordinierung, den schnellen Zugriff der Einsatzkräfte ist niemand zu Schaden gekommen. Das ist definitiv am wichtigsten. Ja, also ich meine, bei der Aktion soll eh niemand zu Schaden kommen, aber dass sie überhaupt dahin kommen, das ist halt das Problem. Und Nancy Faeser hat gesagt, dass man 350 Kilometer, war das Nancy, die das gesagt hat? Nee, das sagt der ADV, Hauptgeschäftsführer Ralf Weißel am Donnerstag. Der sagt, wir können nicht 350 Kilometer deutschen Flughafenzaun kontrollieren. Überspitzt gesagt, eine Überwachung wie an der innerdeutschen Zonengrenze ist nicht realistisch. Naja, nun gut, da jetzt den Vergleich mit der ehemaligen Zonengrenze zu machen, finde ich halt wirklich ein Problem. Aber spannend ist auch, was für Menschen dort wieder aufgegriffen worden sind. Und zwar das Erste ist, es handelt sich laut Frankfurter Polizeipräsidium 4 Männer, 2 Frauen, wichtig, und 2 nicht-binäre Personen im Alter zwischen 20 und 44 Jahren. Und alle sind in Hessen gemeldet. Also zumindest sind das Lokale, sind nicht irgendwelche Leute, die dann hingefahren worden sind, hingekarrt worden sind. Man wird jetzt wegen gefährlichen Eingriffs oder Verdachts auf gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz verknacken wollen. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber da muss irgendetwas geschehen. Also da muss man Überwachung machen. Und das muss besser laufen in meinen Augen. Aber auch hier könnt ihr mal hinschreiben, ob das in irgendeiner Art und Weise in eurer Augen und eurer Sicht etwas ist, wo ihr sagt, da haben die richtig gut reagiert. Jetzt gehen wir auf das letzte Thema von heute ein. Und zwar, das ist ein Gespräch gewesen, was ich mit einem eurer Fliehflieger-Kollegen und Luftfahrtinteressierten hatte. Und zwar Schäden, die Klimakriminellen der Umwelt zusätzlich. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man ehrlich ist. Denn man kann natürlich jetzt sagen, die Leute werden verhaltensauffällig, weil sie halt wirklich sich Klimaaktivisten nennen, weil sie vom Weltuntergang reden, weil für sie alles wirklich relativ düster und grau ist. Interessant ist auch, dass es Leute sind, die wirklich sehr viel Tagesfreizeit haben, wie so etwas heißt. Ich hatte irgendwo einen Zeitungsartikel auch gelesen, dass einer von denen vorher Viehflieger war und jetzt bekehrt ist quasi und diese Art Ersatzreligion ist. Und es täuscht halt einfach hinweg, dass die in meinen Augen einfach Kriminelle sind. Und das war auch das in dem Gespräch, wo wir zumindest da waren wir einig, dass diese kriminelle Energie, die sie haben, zwar so ist, wir brauchen einfach nur den Lackmustest zu machen. Der Lackmustest, den wir machen müssen, ist, dass wir sagen, hey, was wäre, wenn das eine politische Gesinnung ist, die rechts ist? Wenn die einfach sagen würden, wir wollen Ausländer raus oder wir wollen irgendwas in dieser Richtung haben. Das ist natürlich ein Riesenthema.
Ich glaube nicht, dass das dann alles so easy peasy wäre und man würde dann sagen, ja, das ist alles okay. Ne? Also hier sieht man diese Zermeinung. Und dann, wenn man halt wirklich diese Aktion sich nochmal anguckt, was da passiert, wenn zum Beispiel Straßen gesperrt werden oder wenn Flughäfen geschlossen werden müssen. Nicht nur der Stress, der verursacht wird, nicht nur das, dass man Leuten, die wirklich für einen Urlaub gespart haben, jahrelang, um endlich dahin zu kommen, wo sie hin wollten in ihren Urlaub, ja, da muss man dann auch sagen, ja, das ist scheiße, aber die Flugzeuge, die dann zum Beispiel nicht nach Frankfurt fliegen, sondern nach Köln, nach irgendwo anders fliegen, nach Hannover und da dann landen, da dann aufgetankt werden müssen, das ist umweltschädigend in meinen Augen, heißt also, es wird mehr Kerosin verbrannt. Und auch ist es so, dass wenn man 270 Flugzeuge hat oder Flüge, die nicht stattgefunden haben, sind das ja etliche Flugzeuge, natürlich keine 270, die dann irgendwo in der Weltgeschichte woanders sind und die dann halt Kerosin verbrannt haben, die dann halt auch wirklich Euros vernichten. Und da muss man dann mal fragen, ob man das auch sich zurückholen muss. Und die Frage ist halt wirklich, ist Umweltschützen durch Umweltschädigen, macht das Sinn? Ja, ich frage mich das. Also für mich macht das persönlich keinen Sinn. Denn da muss man ja ehrlicherweise sagen, ich finde, es ist defeats the purpose. Also es ist irgendwie entgegengesetzt der eigentlichen Intention, die man hat. Man kann ja auch nicht zum Beispiel sagen, ich esse kein Fleisch mehr und tötet dann mehr Tiere oder sowas. Also das, es macht dann einfach keinen Sinn ab einem gewissen Punkt. Und deshalb muss man halt gucken, dass es halt wirklich bei diesen ganzen Klimakriminellen endlich mal hart durchgegriffen wird, damit man halt keinen Präzedenzfall schafft, dass Leute mit anderen Themen dann auch kommen. Wir haben genug Möglichkeiten, in unserer Demokratie zu streiken und zu machen und zu tun. Und warum setzen Sie sich nicht für den Bundestag? Warum setzen Sie sich nicht irgendwie vor das Bundeskanzleramt? Warum setzen Sie sich nicht irgendwo anders hin, wo Sie jemanden stören, der vielleicht was ändern kann in Ihrem Sinne oder auch nicht? Ja, aber das ist halt nur meine Meinung. Ihr seid jetzt dran mit eurer Meinung. Ihr seid dran zu sagen, was ihr dazu denkt. Die Frage des Tages wäre hier auch relativ klar. Und zwar ist die Frage für euch natürlich relativ einfach. Schädigen die Klimakriminellen die Umwelt mit ihrem Verhalten, ja oder nein? Und vergesst natürlich nicht die Frage, die ich euch zuvor gestellt habe, aus dem Thema Southwest Airlines und die Aufgabe der freien Sitzplatzwahl. Wie findet ihr freie Sitzplatzwahl? Gehört ja auch zu den 86% der Leute, zu denen ich gehöre, die schon allein deshalb in der Fluggesellschaft nicht fliegen würden, weil die halt keine Sitzplatzzuweisung haben, weil für mich ist es ein Graus. Wenn ich nicht weiß, wo ich sitze, wenn ich Exit-Row habe und vielleicht bezahle ich für die Exit-Row lieber, damit ich sie habe, ist halt auch eine Möglichkeit, um festzustellen, dass die Exit-Row frei bleibt. Also, denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke anmachen, Like da lassen und so weiter. Und Stammtisch Frankfurt ist Ende der Woche, also quasi in einer Woche sogar, wir haben ja Freitag. Und Abspann für euch. Ich bin aber Donnerstag schon in Frankfurt, wer sich treffen möchte. Also bis dann, Abspann, danke, bis dann und ciao.